Ich wusste, dass ich dich hier finden würde. Es ist schon Wochen her, aber es kommt mir vor, als wäre es erst gestern passiert. Es tut immer noch so weh. Ich hätte dieses blöde Wettreiten nie vorschlagen dürfen. Es war eine Gehirnblutung. Dafür kannst du wirklich nichts. Sowas passiert. Es ist meine Schuld. Ich wusste, dass Sabu anfällig war. Ich hätte besser aufpassen müssen. Nein, es ist nicht deine Schuld. Unsinn. Hey, komm schon, Lena. Sieh mich an. Es wird wieder gut. Sabu wird immer da sein. In deinem Herzen. Das ist das, was zählt. Sie fehlt mir so sehr. Was ist los? Das sind tatsächlich Mistrals Spuren. Wir werden sie aber nicht lange verfolgen können. Der Regen wird sie verwischen. Hast du gesehen? Es gibt auch Spuren von kleineren Hufen. Ach ja? Hey, vielleicht hat er eine Freundin gefunden. In dieser Zeit suchen sich die Stuten ihre Hengste. Eine Freundin, meinst du? Die Liebe findet immer einen Weg. Mistral hat seinen Kampf gewonnen. Sieh mal, sind sie nicht schön, die zwei Verliebten? Du kannst mich jetzt wieder loslassen. Mistral ist nicht mehr in Gefahr. Er ist der neue Anführer der Herde. Dala, ich erkenne diesen Bogen. Echt, Angelo? Dann hat dich deine Klaustrophobie nicht davon abgehalten, dir hier alles genau zu merken? Im Gegenteil, gerade darum habe ich mir alles genau angesehen. Um sicherzugehen, dass wir hier auf jeden Fall wieder rausfinden. Leute, das ist jetzt kein Witz. Mein Akku ist wirklich alle. Aus dem Weg! Ich muss hier raus! Lasst mich durch, schnell! Hilfe! Angelo, beruhige dich! Ganz ruhig! Keine Sorge, du bist nicht allein. Wir sind bei dir. Wir werden es schaffen. Aber alle zusammen, ja? Angelo! Achtung! Du musst dich an dem Lasso festhalten! Ich hab's, ja! Alles in Ordnung? Jetzt ja. Danke. Kein Ding. Sieh mal, er verlangt seine Belohnung. Ohne ihn hätte ich dich niemals gefunden. Vielen Dank, Mistral. Du bist der Beste. Hör zu, noch haben wir Zeit. Du musst ihn zurückbringen, bevor jemand sein Verschwinden bemerkt. Er würde es nicht... Ruhig, ich komme! Angelo! Ho! Ho! Die Strömung reißt sie sonst fort. Bleib fest mit den Beinen auf dem Boden. Sila, bleib schön stehen. So ist's gut. Ich versuch's von hier. Das gibt's doch nicht. Ich zähl auf dich, Mistral. Bitte, versuch dich nicht zu bewegen. Konzentrier dich, Lena. Du kannst es schaffen. Hier, Angelo, fang! Alles klar. Wir haben ihn. Jetzt bloß nicht nachgeben. Zieh sie an Land und nicht wegrutschen. Du schaffst es, Mistral. Gleich sind sie draußen. Gleich sind sie wieder bei uns. Mistral. Warum nicht uns beide? Ohne ihn hätte ich es nicht geschafft. Wir sind ein Team. Amüsiert ihr euch gut? Ha? Schön, dass manche sich ausruhen, während andere mit Bestien kämpfen. Geht mal gucken. Es gibt nicht nur einen Wolf, sondern mehrere. Lauf! Angelo, sieh mal da. Hallo, du. Sag mal, du bist nicht gerade dick. Wo kommst du her? Es ist nicht sehr jung.
Dein Besitzer sucht dich bestimmt überall. Sieht eher aus, als hätte es jemand ausgesetzt. Alt und mager. Wenn du mich fragst, dieses Pony vermisst niemand. Es mag vielleicht alt und mager sein, aber es ist sehr lieb. Wer könnte so ein Tier aussetzen? Sein Halfter scheint abgerissen worden zu sein. Na komm, wir bringen dich auf die Ranch. Da können wir uns um dich kümmern. Geht weg, lasst ihn in Ruhe fressen. Sieh mal, seine Hufe. Wir sollten den Schmied kommen lassen. Armes Ding, du bist in einem schlimmen Zustand und auch völlig verdreckt. Komm unter die Dusche. Na also, hübsch siehst du aus. Aber du hast dir ein Hohlkreuz. Wie ist denn das passiert? Angelo, sieh dir das an. Was siehst du da? Ein Saxophon. Ist ja irre. Sieht wirklich so aus. Fast als wäre es aufgemalt worden. Wir könnten ihn ja Saxo nennen. Na los, Saxo. Wir zeigen dir dein neues Zuhause. Mistral hat die Spur von Pyro verloren. Und was jetzt? Sekunde. Hallo, Papa? Gut, wir treffen uns auf der Ranch. Aber nicht sofort. Wir spielen noch eine Runde Verstecken mit Marcel. Ja, ist gut. Bis später. Wir finden Marcel. Ich bin absolut sicher, dass Mistral uns in die richtige Richtung geführt hat. Schon, aber was, wenn er einen Asthmaanfall kriegt? Und ihm niemand helfen kann? Dieser Ort erinnert mich an etwas. Aber ja, ich weiß. Als wir klein waren, ist Marcel immer hierher gekommen. Er hat sich dann in einem Hirtenhaus versteckt. Ich habe getan, als würde ich ihn nicht finden, um ihm eine Freude zu machen. Ich habe Nico gebeten, nichts von dem Kuss zu erzählen, weil ich... weil ich Angst hatte. Wovor denn? Euch zu verlieren, dich zu verlieren, das wäre das Schlimmste von allem. Das gibt's doch nicht. Es steht unentschieden und sie sind dabei, sich zu... Bravo, Mistral! Wir trödeln, worauf warten wir? Dass kein Schiedsrichter mehr da ist. So, jetzt! Ja! Euer Hochzeitsgeschenk, fang! Anna, schnell, nimm sie von Mistral weg. Wow, coole Rettungsaktion. Beruhige dich, Mistral. Es ist alles gut. Die Schlange ist weg. Angelo hat uns gerettet. Lena, ja. Alles in Ordnung? Alles bestens. Bist du sicher? Na bitte, genauso war der Kuss mit Nico. Ein kleines Küsschen. Na, verstehe. Nicht unbedingt eine Liebeserklärung. Wir sind doch Freunde, oder? Freunde? Ja, klar. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber wir trödeln ziemlich herum. Lina trabt und galoppiert, redet mit den stolzen Tieren. Für Lina ist das völlig normal. Ich kann's nicht fassen. Im Morgengrauen aufstehen, nur um ein paar Fotos zu machen. Da ist er. Wach auf. Wir sind hier, um einen Fuchs zu sehen und kein faules Murmeltier. Das wird wohl heute nicht ein Fuchsfoto für unseren Vortrag über die Tiere der Camargue. Stimmt, aber ich habe ein Foto von einem Tierchen, das die ganze Schule zum Lachen bringen wird. Gib mir sofort die Kamera! Hört auf, wir haben echt Besseres zu tun. Reiten wir zum Fluss, die Tiere kommen um diese Zeit zum Trinken dorthin. Wir brauchen was Weiches und Warmes als gemütliches Bett für ihn. Schon klar. Sowas haben wir aber nicht. Ganz sicher? Oh nein, das kannst du dir abschminken. Nicht mal im Traum gebe ich meine Glücksbringerjacke her. Na schön, ja, ist ja gut. Aber nur weil du es bist. Leb wohl, meine geliebte Jacke. Wow, danke, vielen Dank. Ich hab gewusst, dass du ein toller Typ bist, Nico. Wenigstens ist niemand da. Der Laster ist hier aber auch nicht.
Gehen wir. Ich erkenne ihn. Der saß mit vorne im Wagen. Dann sind wir hier richtig. Ich sag den anderen Bescheid, dann brauchen sie nicht weiter zu suchen. Vielleicht finden wir drin irgendwelche Beweise. Ich habe kein gutes Gefühl dabei. Vielleicht ist jemand hier drin. Was machen wir dann? Naja, wir bleiben ganz cool und sagen, dass wir an einem Vortrag arbeiten. Ich steh Schmiere. Sieh nach, ob du was findest. Leo, bist du da? Komm schnell weg! Hey, ihr da! Zutritt verboten! Könnt ihr nicht lesen? Hey, die Gören, wo kommen die her? Schneller, Nico, schneller! Diese wunderschöne Natur zu beschützen. Wenn man bedenkt, dass ein paar verantwortungslose Umweltsünder reichen, um diese schöne Landschaft zu zerstören. War nur ein Scherz. An deiner Stelle würde ich nicht so angeben. Morgen früh um 5 heißt es aufstehen und Fotos machen. Oh nein, ganz vergessen. Der Vortrag. Zum Glück nicht. Sie schämt sich bestimmt, weil sie verloren hat. Wollen wir tanzen? Hey, lass mich doch mal in Ruhe. Was? Nicht du. Ich meinte diese Klette von Esel. Aber wenn du dich angesprochen fühlst? Das war doch nur ein Scherz. Komm, wir tanzen. Macht euch keine Sorgen. Nico ist da. Nebenbei gesagt haben Anna und ich in der Zeit sowieso einiges zu tun. Und jetzt zu uns, zwei Hübschen. Was hast du denn vor? Wir haben ein Dach zu reparieren. Schon vergessen? Ach, richtig. Oh, siehst du das? Schön, aber trotzdem. Der Sturm hat einen ziemlichen Schaden angerichtet. Wenn wir im Trockenen schlafen wollen, müssen wir uns ranhalten. Turbobürste, Megakleber und Hammerboy legt los! Hammerboy legt los! Nico, alles in Ordnung? Es tut super weh. Und alles, was dir einfällt, ist, dich kaputt zu lachen. Du kannst kein Herz haben. Entschuldige, ich kann einfach nicht anders. Auf jeden Fall habe ich, falls es hier reinregnen sollte, schon mal einen Notfallplan. Und du kannst dann eben schön im Regen stehen. Wir können nur hoffen, dass die beiden Mistral schon gefunden haben. Keine Sorge. Ich bin sicher, sie sind längst auf dem Rückweg. Sie sind bestimmt bald hier. Das ist kein Scherz, wenn sie sagen, das Zeug klebt schnell. Nico, brauchst du Hilfe? Immer muss ich so ein Pech haben. Viel schlimmer kann es ja kaum kommen. Offensichtlich doch. Komm runter. Wir sollten jetzt lieber reingehen. Ich habe Lena schon 10-mal angerufen. Sie geht nicht ran. Mach dir keine Sorgen. Ich bin sicher, sie werden Mistral finden. Beim Feuermachen bist du wohl genauso talentiert wie beim Dach reparieren. Das Holz ist total nass. Was kann ich dafür, wenn es durchregnet? Oh, mir ist kalt. Soll ich dich vielleicht wärmen? Ich habe da eine super Technik. Naja, ich weiß nicht so recht. Ah, sachte, du tust mir weh. Und wie geht der Notfallplan, um im Trockenen zu schlafen? Zeig ich dir gleich. Anna, was machst du denn hier? Frag ich dich auch. Ich trainiere für den Kitesurf-Wettbewerb. Soll das ein Scherz sein, Nico? Wir geben alles, um das Horseball-Turnier zu gewinnen. Und du, was machst du? Du lässt uns für einen Kitesurf-Wettkampf im Stich? Ich lass euch nicht im Stich. Sieh dich doch an, du kannst nicht mehr. Du hast Augenringe bis zu den Knien. Hör zu. Wenn ich Erster werde, gewinne ich ein Praktikum beim Weltmeister Jeremy Ryder. So eine Chance bekommt man nur einmal im Leben. Das würde mir helfen, einen Beruf daraus zu machen. Und ich muss genau das meinem Vater beweisen. Verstehst du das? Schon, nur was ist mit dem Horseball-Turnier? Das kriege ich beides hin. Ich bin gerade ein bisschen kaputt, aber ich gehe früh ins Bett und werde schon wieder fit. Keine Sorge. Nur eins noch, bitte behalte es für dich, ja? Ich will die anderen nicht beunruhigen. Na schön. Danke für dein Vertrauen. Ich werde dich nicht enttäuschen. Und meinst du, du schaffst es? Ist noch nicht sicher. Aber ich muss die Chance auf jeden Fall nutzen.
Oh nein, mein Vater. Gut, ich muss nach Hause. Du übrigens auch. Morgen beginnt das Turnier. Keine Sorge, ich mach das... Halt, das ist das Beste. Das sieht ja echt super aus. Und jetzt bin ich dran. Wie lädt man das Foto auf die Website? Also bei diesem Tempo sitzen wir Weihnachten noch hier. Lass mal den Webmaster ran. Kann es sein, dass ihr zwei ein bisschen verknallt seid? Was? Nein, kein Stück. Hallo, Lena? Ist ja genial. Ich komme. Sie haben einen Interessenten für Pierrot gefunden. Ich will aber noch nicht nach Haus. Gut. Dann gehen wir zwei so lange Kitesurfen. Dachte ich mir schon, dass ich dich hier finde. Du bist echt eine Klette. Aber die Art von Klette, die du magst. Anna, du kannst nichts dafür. Du kannst nicht sämtliche Tiere der Welt retten, egal zu welchem Preis. Wenn ich doch nur mehr Mut hätte. Du bist mutig genug, du weißt es nur nicht. Und du hast Josephine in Topform. Und wir sind auch noch da. Du kannst auf uns zählen. Siehst du, selbst Nala ist meiner Meinung. Wie schön er ist. So wild. Mit der schmalen Schnauze. Und dem seidigen Fell. Aha, stimmt schon. Für einen Wolf ist er ziemlich schnucklig, wenn man auf große Zähne steht. Allerdings dachte ich, dass du Angst vor Wölfen hast. Ich weiß inzwischen mehr über sie. Wölfe haben Angst vor uns. Das Schlimme an ihnen ist eigentlich nur ihr schlechter Ruf. Na, ich weiß nicht. Schlechter Ruf ist leicht gesagt. Frag doch mal Rotkäppchen oder die Hirten, deren Schafe angegriffen wurden. Hey, lass das. Was machst du denn? Komm, finde es selbst heraus. Hör auf, ich will da nicht reingehen. Vertrau mir, Nico. Uns passiert nichts. Siehst du, er hat Angst vor dir. Du hattest recht. Wir könnten uns jetzt aber zurückziehen. Oh, er bewegt sich. Oh, er wird mich fressen. Sei still, du machst ihm Angst. Achtung! Oh. Komm zurück! Hey, was ist los? Der Wolf ist gerade weggerannt. Was? Hallo, geht's euch gut? Angelo, Anna, habt ihr die Polizei informiert? Ja, klar, keine Sorge. Was macht die denn hier? Gib mir dein Handy, ich muss meinen Vater informieren. Bedauere, hier gibt's keinen Empfang. Mach keine Witze. Komm wieder runter, hier, wir haben sogar dein Handy aufgesammelt. Na, fang und mach's kurz. Meine Jacke, meine Sneakers, mein Telefon. Anna, ehrlich, ich liebe dich. Schnell, die Pferde stehen gleich da hinten. Weißt du, dass du richtig hübsch bist? Hey, bei den Prüfungen musst du nicht zeichnen. Gib dir Mühe, dein Vater war sehr deutlich. Keine mittlere Reife, keine Partys mehr. Ich weiß, du bist trotzdem echt hübsch. Hallo? Wir haben einen Pony gefunden. Komm zur Ranch. Ist gut, wir kommen sofort. Das war Lena, sie haben einen Pony gefunden. Wir müssen doch lernen. Keine mittlere Reife, keine Partys mehr. Wir machen später weiter. Außerdem warst du eh nicht mehr konzentriert. Eine Pause tut dir gut. Bitte, wenn du drauf bestehst. Avalanche, wir machen sie erst zusammen fertig und dann in den Sattel. Oh, die sind aber süß. Bitte, wie ist es? Gar nicht so schlimm, oder? Es ist wundervoll. Und für eure erste Stunde macht ihr das richtig gut. Mit einer Lehrerin wie dir wirkt alles ganz leicht. Nicht wie bei der Nachhilfelehrerin, die ich habe. Na dann, bis morgen. Bis morgen, Annabelle. Bis morgen, Annabelle. Hör auf rumzubaggern, wir haben einen Auftrag. Und nur deshalb mache ich das, wenn ich was im Computer finden kann. Sag mal, geht's noch? Spinnst du, Nico? Wollen wir mal sehen. Pferdepension. Nichts. Yassi!
Das gibt's doch nicht. Oh. Na bitte. Interessant. Sehr interessant. Ich schick's mir zu. Hopp, hopp, hopp. Das war's. Hilfe! Was ist mit Avalanche? Sie liegt am Boden, schnell! Oh, musst du durch die Pfützen reiten? Bei Lena drauf wäre ich besser dran. So leid's mir tut, Nico, aber Mistral akzeptiert keine anderen Reiter, das weißt du doch. Hey, vielen Dank auch. Stink ich oder was? Hier, Sophie, los, schneller! Oh, hey, sag Bescheid, wenn du so beschleunigst. Hey, Nico, was hast du vor? Ich halte mich fest und beruhige dich. Oh, du riechst toll. Gut, ich hab's kapiert, es reicht. Du musst nicht so an mir kleben. Von dort. Keine Panik, Cyber-Nico ist hier. Meine GPS-App wird uns die Richtung schon zeigen. So wie es aussieht, ist diese Ecke hier offenbar noch nicht erfasst worden. Als Trost kann ich euch aber ein super Restaurant finden lassen. Oh, jetzt kommen auch noch die Mücken. Autsch. Ganz ruhig, ich hab was Passendes. Eine wunderbare Anti-Mücken-App. Oh nein, mein Handy. Voll im Wasser gelandet. Es funktioniert nicht mehr. Tut mir leid, aber ernsthaft, dein tolles Handy ist nicht wasserdicht? Auch das noch. Los geht's, wir müssen so schnell wie möglich von hier Ach, herrje, das ist ein echtes Labyrinth hier. Lass uns kurz absteigen, Nico. Hier. Danke. Wir sind mindestens schon einmal hier vorbeigekommen. Hey, ich weiß, was zu tun ist. Wie beim kleinen Däumling, natürlich. Wir legen einfach Sachen hin, um unseren Weg zu markieren. Auf diese Art können wir sicher sein, dass wir nicht mehr im Kreis reiten. Na los, ich opfere sogar mein cooles T-Shirt. Und hopp. Was du dir nicht alles einfallen lässt, um deinen nackten Oberkörper zu zeigen. Hilf mir mal! In diesem Fall könnte man eher sagen, du hast mich angesprochen. So ein Quatsch. Du bist es der. Hey, wenn ihr mit eurem Ehekrach fertig seid, ich weiß jetzt, wie es weitergeht. Der Wind kommt vom Meer, von Süden. Um landeinwärts zu gelangen, müssen wir nach Norden. Also reiten wir einfach mit dem Wind. Und zieh dein T-Shirt wieder an. Lena trabt und galoppiert. Stolzen Tier, für Lena ist das völlig normal.